Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video zu den Avery-Zweckform-Sicherheitsetiketten. Und ich möchte hier einmal demonstrieren, wie sich die Sicherheitsetiketten verhalten, wenn ich sie versuche abzuziehen. Diese hier klebt seit circa einer Woche, ist jetzt in dem Fall nicht bedruckt, aber das spielt auch keine großartige Rolle. Bedrucken lassen ist sehr, sehr super und sehr, sehr einfach. Was man hier aber schon auf der Seite sieht, ist, dass sich hier der Kleber mit der Zeit einfach schon aufgrund von leichter mechanischer Arbeit auf der Tastatur, ist eine Laptop-Tastatur, abgelöst hat. Und genau das wollen wir jetzt aber in Gänze tun. Das heißt, ich greife mir hier einmal eine Ecke und versuche die Etiketten einmal hochzuziehen. Wie man jetzt hier sieht, bildet sich dann ein kleines Karo-Muster. Und schon beim Ablösen des Karo-Musters geht dieses Überbleibsel, nee, schon beim Ablösen der Etikette geht das Überbleibsel, nämlich das Karo-Muster, leicht verloren. Und das, was mich jetzt an den Etiketten leider sehr enttäuscht, ist, dass wenn man hier nur ganz leicht mit den Fingern drüber reibt, man dieses Karo-Muster entfernen kann. Und damit dauert es für jemanden, der tatsächlich etwas mit diesen Sicherheitsetiketten beschriften möchte oder markieren möchte, und dann wiederum für den Dieb oder Manipuleur keine 2 Minuten, und die Etiketten sind vollständig entfernt und man hat keine Rückstände mehr. Jetzt sind schon noch ein paar kleine Klebereste, aber wenn man jetzt hier noch kurz über die Oberfläche rein, ist das Ganze schnellstmöglich wieder ab. Ja, und so ist es leider auf vielen glatten Oberflächen, also egal, ob das jetzt Plastik oder Metall ist, leider verhält sich die Etikette hier ebenbürtig und damit fällt sie für mich durch und ich kann sie leider nicht empfehlen, trotz der Tatsache, dass die Etiketten an sich sehr, sehr toll sind, sich sehr, sehr gut bedrucken lassen und auch das Verfahren des Bedruckens sehr angenehm und komfortabel gelöst ist. So, das war's mit diesem kleinen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.